in der letzten Episode. Hertha, kommst du mit oder bleibst du heute im Bett? Lass uns mal schauen, ob wir noch Sonnenschein haben. Haben wir irgendwie Zunder dabei? Nee, haben wir nicht, alles klar. 95%. Dann sind wir bei 3 netter, als machst du... Wir haben die Töpfe nicht dabei. Ich habe die Töpfe da oben gelassen, das ist ja schön. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 121. So, gut. Alles klar. Werdet euch natürlich wundern, dass zumindest die nicht letzte Folge mitgeguckt haben. Was macht er denn jetzt wieder? Jetzt rennt er einfach weg von dem Fleisch, was er noch kochen will. Anscheinend schon. Hey, da hinten liegen die Wölfe, die sozusagen das Opfer der Aktion sind. Oder ihr eigenes Opfer in dem Fall. Ist ja klar. So wie Wölfe halt sind. Oh ja. Ja, komm, Jogger. Kannst du einfach drüber laufen? Manche Sachen kannst du besteigen und andere nicht. Ja, das ist noch mehr Feder, nicht? Eine noch? Nee, doch, es ist noch eine. Okay. Naja, drei. Okay. Das war jetzt der Wolf. Gut. Alles klar. Dann die Richtung zurück. Ja, da kommen wir auch auf eine gute Menge Schlaf. Ja, die Prozente kriegt man easy zusammen. Wenn eigentlich auf dem Felsen, nee, sieht nicht so aus. Ja, so wie vor einer Woche, wo mir dieser Dr. Eric Berg da das eine Video vorgeschlagen wurde, wurde mir schon wieder ein Video vorgeschlagen, wo ich gedacht habe, okay, guck's dir mal an. Mouth so dry. Dem einen oder anderen sagt es vielleicht sogar was, zumindest wenn er im Motorrad-Business unterwegs ist. Eventuell Ed March, nennt der junge Mann sich. Genau, das ist jetzt fertig. Dann kommt das auch gleich hier rein. Ja, und der ist halt... Der hat sich irgendwann so ein Honda Moped geholt, so eins, wo man halt... Er sagt immer, wo man halt Zeitung ausfährt. Das ist halt ein Brite. Hat natürlich auch seine Videos. Die er macht, die sind alle auf Englisch. Aber alter Schwede sind die interessant. Alter Schwede. Ich habe seinen ganzen Kanal durchgesuchtet jetzt die Woche. Er macht halt nicht so häufig Videos. Er sagt zwar, er entschuldigt sich dann immer zwar, wenn er es halt nicht schafft, weil er ist halt eigentlich Ingenieur. Und möchte eigentlich lieber mit seinem Moped da unterwegs sein oder was auch immer. Und natürlich also er möchte natürlich trotzdem die Videos machen, aber das dauert halt. Der ist halt auch nicht so der Editierprofi, sag ich jetzt mal. Ist halt nicht sein Hauptding. Und dementsprechend dauert das halt immer von einem Video. Also er hat da teilweise Lücken von über einem Jahr gehabt. Inzwischen ist sein Kanal relativ groß und die Videos werden von ziemlich vielen Leuten geguckt. Deswegen hoffe ich, dass er da ein bisschen mehr... Ja, da sieht der Chef aus. 50 Minuten, okay. Wie ist es mit dem Beil? Hälfte, okay. Ich weiß nicht, wie du da 50 Minuten dafür brauchst, aber hey. Ist wahrscheinlich das vor allem mit Spucke zusammenkleben, schätze ich mal. I'm gonna need to rest soon. Ja, das hättest du gerne, ja. Okay, so, was müssen wir denn hier noch sauber machen? Der Kübel? Ach, das ist Regal, okay. Die Pflanze zählt nicht als Pflanze, okay. Das ist alles als Regal, okay. Ja, okay. So. Ja, okay, warte mal, wir müssen uns erstmal ums Fleisch kümmern. Das reicht nämlich dafür nicht. Ja, das war wirklich sehr interessant. Also er hat halt vor allem, sein großes Ding ist halt, ja, das können wir so machen mit der Hand. Er ist halt von Alaska nach Argentinien mit dem Moped gefahren. Halt einmal die Achse, aber nicht so klassisch halt von Nord nach Süd, sondern halt auch mit Abstechern und mal hier, mal dort. Wie lange brauchst du dafür? 8 Minuten. Also ein bisschen, er ist halt zum Beispiel durch Kanada. Da war er noch mit seiner Freundin unterwegs.
im frühen Herbst und Winter durch Kanada gefahren. Von Westen nach Osten. Durch den Schnee. Bei teilweise minus 30 Grad Celsius. Ja, das ist echt beeindruckend. Man kriegt da wirklich Fernweh, wenn man da die Videos guckt. Also sie nennt sich C90 Adventures, heißt der Kanal. Also wer da des Englischen mächtig ist und auch gerne sowas guckt, oder Ed Bart schon sowieso kennt, der weiß sowieso, was da los ist. Wir müssen jetzt Wasser aufsetzen. Okay. Wir brauchen... Weißt du was? Wir machen einfach 2 Liter und fertig. 42 Minuten. Das heißt, wir brauchen eine Stunde 20 plus X. Ja, das müsste eigentlich reichen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Die ist schon leer. Was ist das? Das ist noch eine leere Metallwasserflasche, eine Schlinge, okay. Einfaches Werkzeug. Ich glaube, wir haben hier noch keine Inventur ausgeführt. Wie viele Kalorien hast du euch auf Tasche? 1100, okay, damit kommen wir auf jeden Fall durch die Nacht. Ja, okay. So, das reicht natürlich nicht. Wenn wir uns ausschlafen, auf jeden Fall nicht. So. Ja, gute Nacht. Ja, okay. Hat das jetzt geklappt? Ich habe das Gefühl gehabt, das hat nicht geklappt. Nee, Quatsch, wir müssen hier gucken. Nee, wir haben keine Wassertabletten, okay. Es hat geklappt, oh Gott sei Dank. Ach so, ja, stimmt. Wir müssen erstmal essen. Da hast du vollkommen recht, Junge. Der leckere Doppelwolf. So. Ja, das passt erstmal. Dann nimmst du doch mal... Der Topf bleibt aber hier. Im Gegensatz zum Brecheisen. Ja, die kaputten Pfeile nehmen wir irgendwann mal auseinander. Ich sollte hier eine Inventur machen, das auf jeden Fall. Ich glaube, die Töpfe sind auch uns. Wir lassen das Altholz hier. Ja, die kann man eigentlich auch da lassen, die Schmerztabletten. Da ist vielleicht sogar mal eine Birkenrinde, eine gebastelte da. So viel ist es ja nicht. Das heißt, wir kommen ja relativ schnell durch. Okay, lass mich erstmal das Fleisch rausschmeißen. Es ist... Nebelhalle. Wie nennt sich das Ding hier? Also ich denke, das heißt Anglerhütte, meiner Meinung nach. Hütte, okay. Ich nenne es Anglerhütte. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich Hütte, das ist einfach so nichtssagend. Damit ich halt irgendwas in der Inventur habe. Pfeilspitze. Das hatten wir lustigerweise mit der Madame auch einmal. Okay. Wir haben einfaches Werkzeug, Sturmlaterne, Sprühfarbe. Da das Archerschlucht Anglerlager ist, ist es ASA. Zu Deutsch. M ist richtig, das ist eine Metallwasserflasche. Da haben wir noch eine Schlinge. Und eine Seenotfacke. Okay. Das ist... Warte mal. Wir haben abgenutzte... Also wir haben Fließfäustlinge und eine leichte Jacke. Genau. Das, ach so, das Trocknungsmaterial. Das muss ich natürlich auch eintragen. Das läuft hier drunter. Ja, okay. Da, halt. Ja, das werden wir in Zukunft auch alphabetisch machen, zu Deutsch. Okay, wir haben 12 Altholz, 4 Bücher und 12 Papierstreichhölzer. So. 2 Revolverhülsen, 6 Schmerztabletten. Naja, das läuft jetzt alles wieder kreuz und quer. Okay, 33 Stöcke, 2 Tannenholz. So, und eine Birkenrinde zubereitet. Alles klar, ich
denke, das müsste eigentlich sein. Da ist nichts drin. Wir haben hier das mal ein bisschen aufgeräumt. Moin. Das ist jetzt ein bisschen ansehnlich. Kann man beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr machen. Ich bin aber nicht so sicher, ob es ein nächstes Mal gibt. So, du darfst nur das essen. Kommst du da durch? Du kommst da durch. Ich fasse es nicht. Okay. Ja, mittlerer Weg. Beziehungsweise wir können erstmal den rechten Weg einschlagen, gucken, ob dort was ist und dann gehen wir den mittleren. Hast du das gehört? Alles klar. Du folgst mir jetzt. Alles klar. Ja, ein Thema, was ich jetzt mal gerade reinwerfe, weil je schneller ich da von euch Feedback habe, umso besser. Weil es fast zu spät ist, aber ist egal. Könnte fast zu spät. Keine Ahnung. Und zwar ist es ja so, ich habe das euch ja schon erzählt, also die Diablo 2 mitgucken, die wissen sowieso Bescheid und ich hatte es auch mal hier, glaube ich, im Schleicher reingeworfen. Diablo 2, wir werden das halt einmal durchspielen, den Akt 1 bis 5 und dann nicht in den nächsten Schwierigkeitsmodus oder Grad, dann das Ganze sozusagen wieder durchspielen, weiter durchspielen, also hast denselben Charakter mit derselben Ausstattung und spielst sozusagen eine Stufe schwerer das Ganze nochmal durch. Und dann spielt das nochmal eine Stufe schwerer. Nochmal durch. Ich glaube, das ist es dann. Ja, die Zuschauerzahlen sind nicht so riesig. Deswegen denke ich mir, lassen wir das erstmal. Und konzentrieren uns vielleicht mal auf ein anderes Spiel. Und ich würde gerne Zomboid bringen. Zomboid ist ein Zombie-Spiel natürlich, klar. Ich würde sagen, es ist das Zombie-Spiel. Es hat keine überwältigende Grafik, darum geht es bei dem Spiel nicht. Es hat aber eine wie The Long Dark halt. Also ich meine, die Grafik ist schon toll in The Long Dark. Das ist auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall besser als bei Zomboid, das ist auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, doch, wir kommen doch ran. Zomboid hat halt tonnenweise Mechaniken, wo man halt wirklich, also das, was ich bisher gesehen habe, du kannst das Spiel noch so viel gespielt haben und weißt trotzdem nicht alles. Das reizt mich halt total, das Spiel. Einfach weil das halt so, es ist ein Spiel, was halt theoretisch auch auf Dauer laufen könnte natürlich. Ich will jetzt aber nicht nur Dauerspiele auf meinem Kanal haben, das ist natürlich klar. Ob das was für euch wäre. Also ich meine, es ist natürlich auch ein Survival-Spiel. Bei Zomboid ist es ja so, ähnlich wie bei dem Spiel, Tod ist Tod. Aber Tod ist Tod ist bei Zomboid nicht gleich tot, sondern dein Körper mit all deinen Dingen wandelt dann als Zombie durch die Gegend. Das heißt, du kannst auf dein altes Ego tatsächlich stoßen in dem Spiel. Was echt lustig ist. Und dann sozusagen, was ist das? Das ist eine Birkenrinde, schauen wir uns gleich mal an. Und sozusagen deinen alten Loot theoretisch sogar wiederbekommen. Und sterben gehört da ganz normal dazu. Du hast halt tonnenweise diese, ja, Afflictions, wie es so schön heißt, was du halt bekommen kannst an Dingen. Woher hier? Die Menge an Dingen ist ja hier relativ überschaubar, was du halt haben kannst. Das ist ganz unten, du kannst. Du kannst dir halt die Sachen verstauchen, wo wir da echt gut dabei sind. Lebensmittelvergiftung kannst du dir zuziehen. Du kannst Durchfallerkrankung haben. Das hatten wir einmal im Schleicher, das alles. Infektion hatte ich noch nie. Also da musst du eigentlich schon extrem lang spielen, dass du dann wirklich Probleme hast. Du kannst dich unterkühlen, klar, das hat man auch schon öfter. Du kannst einen Blutverlust haben, das hatten wir auch schon sehr viel öfter. Lagerkoller. Auch relativ selten, aber es ist halt immer dieses Nervige. Darmparasiten kannst du halt haben, das hat man auch schon mal. Du kannst Erfrierungen haben, die sind halt permanent und die Rippen kannst du halt noch haben. Ist auch schon eine Menge, aber das, was du halt bei Zomboid haben kannst, das schlägt das mal um ein Vielfaches. Und das reizt mich halt. Und das Spiel wird immer noch entwickelt, das ist echt krass. Achso, ja, ist tatsächlich eine Birkenrinde. Das wird immer noch entwickelt. Also ich folge dem halt. Ich habe es ja schon gekauft. Ja, da drüben ist auch noch eine. Ich habe es ja schon gekauft. Also ich habe das sowieso vor, eigentlich zu spielen. Das ist für mich eigentlich so ganz absoluter Deal. Und verfolgt das natürlich auch. Das heißt, wenn da halt, wenn Announcements kommen, ich nehme jetzt noch mehr Stöcke, dann
lese ich mir die auch durch. Jetzt nicht so super im Detail, weil ich meistens auch gar nicht weiß, was da eigentlich gemeint ist, weil ich das Spiel ja nicht gespielt habe. Aber das sind jedes Mal so Änderungslisten, wo du echt denkst, alter Schwede, da tut sich richtig was in dem Spiel. Das ist ewig alt. Ich weiß nicht, wie alt das ist, aber ich würde mal sagen, gefühlt so ähnlich alt wie The Long Dark. Vielleicht ein bisschen jünger. So, wie ist das eigentlich hier mit... warte mal, haben wir eigentlich... Wir haben keine Holzkohle. Okay, dann lass uns mal welche nehmen. Zwei. Und auch mehr, wenn sie... Achso, jetzt habe ich sie wieder weggetan. Die auf jeden Fall. Die auch. Okay, ist klar. Ah, da vorne sind die Wölfe. Ja, da drüben gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt hier lang. Wir müssen natürlich hier lang, sonst rennen wir in den Wasserfall. Da hinten das Areal nehmen wir uns auch nochmal vor. Das kommt natürlich noch später. Ja. So, zurück zum Ed March. Ja, also die Anzahl der Videos ist relativ überschaubar, nämlich 40. Vielleicht, wenn es hochkommt, sind es 50, denke ich mal. Also wenigstens nicht. Am Anfang waren die eher kurz, inzwischen wären das schon sehr üppige Videos, teilweise über eine Stunde. Und ja, am Anfang hat er das halt vor allem selber editiert. Inzwischen holt er sich halt Editoren, die da zumindest teilweise editieren. Er macht dann zwar immer noch den Feinschliff und die Abrundung und geht dann am Ende nochmal über alles drüber. Da steht ein Rucksack. Leerer Rucksack, okay. So, Hertha. Ja, und er kann... Also, was man ihm echt lassen muss, er kann echt gut erzählen. Also, er erzählt halt, was er da alles gemacht hat und mit den entsprechenden Shots dazu und so weiter. Und ich meine, er hat von Alaska nach Argentinien... Und das ist wirklich viel. Ich weiß nicht, wie viele Meilen er gefahren ist, aber ich würde mal sagen... Also, er hat das halt in Meilen. 20, 25.000 Meilen? Das wäre durchaus möglich. In dieser Menge. Also, das ist schon wirklich extrem viel. Und hat es trotzdem auf 16 Folgen runterkondensiert. Und am Anfang gar nicht mal so lang. Also, ich sag mal so lang, in Anführungsstrichen, eine halbe Stunde vielleicht. Folge. Später sind die dann... Ah, da kommt er. Auf eine Stunde angewachsen, aber so ist es halt. Ja, geh erstmal darüber, genau. Ja, schön. Ja. Tja, hast Pech gehabt, Junge. Ist ganz einfach. Tja, das Fell lassen wir jetzt da. Auf der anderen Seite. Warum eigentlich nicht? Das machen wir jetzt mit der Hand. Das ist jetzt nicht so dringend. Ja, er kann echt gut erzählen. Ich meine, das ist natürlich... ich denke, wenn man das alles zusammenzählt, sind es vielleicht 10 Stunden, vielleicht 12 Stunden, die da zusammenkommen. Und ich glaube, das hat sich bei ihm über 3 Jahre gezogen, das ganze Abenteuer. War auch ein bisschen on-off-mäßig. Aber nur ein bisschen. Und er war teilweise an manchen Orten auch mehrere Wochen, weil er dann halt wieder ein Video geschnitten hat. Ich leg die erstmal ab. Ich will das eigentlich nicht mit Wölfen hier um die Ecke machen. Weil mein Wollohrenwerber ist mir wichtig. Hier ist ein Baumstumpf. Hier wieder was? So viel Gewicht haben wir dabei? Wie viele Stöcke haben wir dabei? 23. Ist jetzt nicht so viel tatsächlich. Und ausgematscht ist der Junge auch nicht. Ist hier kein weiterer Wolf? Ja, wir müssen das Fleisch natürlich noch holen, dann ist klar. Da kommen bestimmt noch Wölfe, das war es noch nicht. Ja, das Lustige ist, die Wölfe rennen hier teilweise diese Bäume hoch und wieder runter. Ja, okay. Ich habe natürlich seinen Kanal direkt abonniert, weil das ist, also für mich ist das absolut, das ist ein No-Brainer und ich habe echt Reisefieber jetzt gewonnen. Massives Reisefieber, alter Schwede.
das musste halt auch erstmal, also ich muss halt sagen, er musste halt schon auch erstmal das Geld haben, da, um da sozusagen dir das Ganze zu leisten. Aber der hat das halt auch wirklich, der hat das erste Mal, ist er glaube ich von Malaysia nach Hause gefahren, nach England. Und hat daraus halt Videos gemacht, die habe ich noch nicht geguckt. Das mache ich noch. Es sind keine weiteren Wölfe hier, okay. Das ist sehr ungewöhnlich. Das habe ich noch nicht geguckt. Ich habe erst mal Alaska, Argentinien geguckt, weil das finde ich extrem spannend. Und das ist echt krass, was der da für Abenteuer teilweise hatte. Dann mitten in der Pampa irgendwo liegen geblieben, weil dann irgendwas an deinem Moped kaputt gegangen ist. Oder bei seiner Freundin kaputt gegangen ist. Und hat das halt, weil er halt Ingenieur ist, da hat er natürlich dann die entsprechende Kreativität, um das dann auch zu fixen. Auf eine vielleicht etwas eigenwillige Weise. Da ist zum Beispiel an einer Stelle seine Freundin gestürzt und da ist dann das Kabel fürs Gas geben gerissen, fürs Gaspedal sozusagen. Und weil er dann erstmal nichts Passendes hatte, hat er halt die Hinterbremse missbraucht, also das Kabel von der Hinterbremse missbraucht fürs Gas geben. Was natürlich sehr verwirrend ist, weil normalerweise ziehst du den Hebel, um zu bremsen, und wenn du dann auf einmal den Hebel ziehst, um Gas zu geben, das ist natürlich extrem verwirrend. Ja. Ja, die haben sich dann letztendlich getrennt, während der Fahrt, weil... Hi, bist du wieder da, echt? Du schaffst das echt hier hoch. Ist ja schon ein bisschen unfair. Oder? Ja. Da kommst du doch direkt hinterher. Warte mal, wo haben wir eigentlich das Fleisch abgelegt? Das war jetzt vorne, oder? Ich wollte mal gucken, ob da hinten was ist. Aber du siehst es anscheinend nicht. Ja. Man hat schon gemerkt, dass die ein Herz und eine Seele sind zusammen, aber da drüben müsste es irgendwo liegen. Was ihn halt ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat, ist, dass, also er ist halt meistens vorausgefahren und sie dann hinterher, und sie ist dann öfter einfach mal angehalten und hat halt Fotos gemacht und hat einfach mal die Szenerie genossen. Und er dann natürlich, was weiß ich, einfach ein paar Minuten vorausgefahren, dann hat er sich umgedreht oder mal durch haben auch natürlich Funk über den Helm gehabt und hat sie dann nicht mehr erreicht. Ja, dann muss er natürlich dann umdrehen. Ja, das war jetzt wohl relativ häufig, naja. Es ist halt, also sowohl seine Freundin als auch er, die sind halt schon auch Alleingänger gewesen. Die funktionieren zwar super, wenn die zusammen sind, aber halt nur auf eine gewisse Zeit. Und wenn du da halt dann wirklich so eine Reise machst, von Alaska bis nach Argentinien fährst und du mehrere Jahre nonstop, 24/7 halt zusammen bist, ja, das führt dann früher oder später dann schon zu Reibereien. Da muss man halt fair bleiben. Deswegen hat er dann ab Mexiko, dann ist er sozusagen alleine gereist, hat sie zwar noch ein paar Mal unterwegs getroffen, weil sie auch dieselbe Strecke genommen hat. Weil sie auch nach Argentinien wollte. Ich glaube, sie hat das aber nicht fertig gemacht, weil da ist bei ihr eine alte Rückenverletzung halt aufgebrochen. Oder war, nee, das war früher, das war noch in den USA. Ich glaube, sie hat es dann aber trotzdem nicht beendet, deswegen. Na, das dann allein gemacht und ist dann, habe ich schon gedacht, naja, oh je, mal gucken, wie die Videos werden, aber dann trotzdem sehr unterhaltsam. Ja, er hat es dann aber auch tatsächlich nicht komplett durchgezogen. Hat es dann ein bisschen früher aufgegeben, weil er dann auch gesagt hat, okay, es war für ihn halt vor allem halt, die Reise war die Reise, nicht so sehr das Ziel war die Reise wert, sondern einfach die Reise war die Reise wert. Wenn man das Ziel nicht erreicht, ist es auch nicht so schlimm. Er hat dann sozusagen seinen inneren Frieden erstmal gefunden. Um dann nicht noch weiter... Also erst Mittag zu reisen. Macht jetzt halt andere Videos. Hat sich dann jetzt zum Beispiel also so ein Mini-Jeep geholt.
nicht das billigste Ding. Also, es war trotzdem immer noch relativ teuer. Ich guck mal hinter den Wald da drüben. Und hat da wohl eine Reise durch Utah gemacht. Damit. Also ist schon auch ein sehr verwegener Mensch. Ja, da legen sie. Also C90 Adventures heißt der Kanal. So. Dann geht's jetzt in die Höhle, die hoffentlich alleine ist, oder? Oder müssen wir jemand mit was rechnen? Ich würde mal sagen, nein. Ja, und die neueren Videos, ich weiß jetzt gar nicht, ob er die Sound, die Musikauswahl selber trifft. Keine Ahnung, er hat schon immer eine sehr gute, also fand ich persönlich, hat mir sehr gefallen. Gute Musikauswahl gehabt. Naja, okay, gut, wir haben dafür ein anderes Thema hier. Hertha. Ganzkörperdusche, Junge. Wenn du ihn anlässt, was passiert denn da? Natürlich. Natürlich, was könnte da passieren? Ja, die ist besser außen. Halt, lass die mal an. Komm, mach an die Laterne. Ja, ja. Wie ist für dich, Hertha? Ist das zu nass? Ach, guck mal, was hier liegt. Getrockneter Wolf. Ja, okay. Das möchte ich natürlich jetzt nicht hier lassen. Der Rucksack ist mir egal. Ja gut, dann sind wir hier schon durch alles durchgegangen, schätze ich mal. Welchen Weg sind wir raufgegangen damals? Den hier? Beziehungsweise ist das überhaupt ein Weg rauf? Ja, das ist noch die zweite Frage. Nein, ist es nicht tatsächlich. Ja, okay, du kannst wieder umkehren, Hertha. Ich komme hier nicht weiter, bitte was? Ja, hat er jetzt einen Song? Hier ist nur Steinchen. Hast geschafft. Gut, hervorragend. Dann schleppen wir mal weiter uns durch das Ding hier. Ich bin ja auch sehr Musik interessiert. Immer, es interessiert mich dann immer, was das, wenn das jetzt ein Track ist, der mir gefällt, dann will ich natürlich wissen, welche, was das ist. Und von einem habe ich jetzt voll den Ohrwurm bekommen. Das ist echt schlimm. Ist ein richtig geiler Synthesizer-Track. Und zwar nennt er sich Wasteland. Und der Komponist heißt, nennt sich Le Matos. Also Le Matos, M-A-T-O-S, wie man es spricht. Von einem Film, den ich noch gar nicht gesehen habe, Turbo Kid, keine Ahnung. Alter, der Soundtrack, alter Schwede. Also das, dieser Track vor allem. Also wenn ihr den mal selber suchen wollt, bei Wasteland von Le Matos. Das ist ein richtig geiler Synthesizer-Track, alter Schwede. So. Ich glaube, es gibt ja gar keine zwei Wege, oder? Ich weiß es nicht. Komm her, da, wir gehen gerade weiter. Die andere Richtung. Seit der Tag, ja, wir müssen halt kochen. Aufwärmen ist sowieso kein Problem. Die Höhle ist lang genug. Gibt es hier nicht eigentlich noch so eine Kletterstelle oder sowas? Ja, das ist wahrscheinlich hier. So. Naja, gibt es gleich noch mehr Kohlen. Feels like a lot of gear. Ja. Oh, Schnauf. Ja, guck mal, was da alles liegt. Ach du Schande. Das ist nachher dein Stück. Apropos. Ja, okay. Ich glaube, ich habe alle. Huch, was ist das denn? Ja, okay. Nee, noch mehr Holzkohle brauchen wir jetzt nicht. Warte mal, kriegt mir das Feuer irgendwie direkt an? Außer voll Feuerstahl, wenn ich das nehme. Haben wir ein Buch dabei? Nehmen wir nicht.
Nee, ist nur 95%. Ja, ich werde das aber nicht dahin tun. 95%, Papier 90. Ja, okay, dann nimm halt den Feuerstahl. Jetzt ein bisschen kurzen Prozess machen. Yes, komm. Lagerfeuer. Hm? Ich kann dich nachher auch ranholen. Weißt du, warte mal, ich wollte die Töpfe. Nee, eigentlich wollte ich erstmal das Feuer anmachen. Ja. Was haben wir denn alles? Ja, die Tanne möchte ich eigentlich jetzt nicht mitnehmen. Wir haben sehr viele Fackeln, die wir auseinandernehmen müssen. Wieder mal. Okay. So. Ja, ich schätze mal, wir werden heute einfach heute Nacht hier bleiben. So. Gut, renn damit. Ich will jetzt nicht noch die Dose mit mir herumschleppen. War nicht wirklich notwendig. Und das bitte auch. Dann nehmen wir noch die Fackeln auseinander, die Pfeile auseinander. Das macht alles ein bisschen leichter. Es ist trotzdem immer noch sehr, 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 sehr viel. Da möchte ich jetzt auch wieder einen kleinen Schwung Wasser mit kochen. Aber da so ist es halt, da muss halt durch. Die 40%. Ja, drei Fackeln noch. Das dauert trotzdem wahrscheinlich noch viel länger. Da können wir wahrscheinlich die Pfeile auch noch auseinandernehmen. Wobei ich glaube, die brauchen ein bisschen länger. Und das. Wäre natürlich jetzt auch nicht leichter. Ja, 20 Minuten noch. Okay, die kriegen wir auf jeden Fall auseinander. Genau. So, was haben wir denn sonst noch? Die Wölfe, genau. Frisch und getrocknet. Was sagen die Prozente hier jetzt? Sorgen sie noch gut dabei. Ja, da könntest du das eigentlich mal zusammenbasteln. 5 Minuten. Dann dürfte das wahrscheinlich fertig werden. Ja. Da ist es gerade fertig geworden. Und weiter geht's, Junge. Ja, das Feuer ist natürlich viel zu lang. Da liegt noch eine Kohle. Ich dachte schon, der Wolf hatte Hämorrhoiden. Okay. Ja, leider schon. Wir haben aber nicht wirklich die Möglichkeit, das jetzt großartig leichter zu machen. Das ist ganz einfach. Wir werden da zweimal raufklettern, aber es ist ja nur ein kurzer Steg. Okay. Dann lass uns mal schauen, was Sachen Kaffee und Tee. Oh, oh. 3% sagt der Kaffee. Hm. Dann, ja, dann machen wir einfach jetzt mal einen ganzen Schwung Kaffee. Das macht es zwar nicht leichter, aber hey. Ja, das wird zeitgleich fertig. Und dann machst du jetzt 4 Liter Wasser, wenn wir das wegschmeißen, schmeißt man es weg. Das ist aber nicht so schlimm. Ich will einfach, ein bisschen Holz loswerden. So. Dann kannst du euch auch hier trinken. Ja, wir werden heute nicht aufbrechen. Jetzt soll ich auch nicht so lange warten. Wo ist denn eigentlich hier? Hier. Wir sind überladen, um zu klettern. Halt, das war falsch. So, besser. Jetzt sind wir schon leichter, okay? Komisches Loch. Komisches Loch.
Ja, Junge, wir wollen hier halt schon ein bisschen dich auch Richtung 10 Stunden pushen. Das geht zum Glück so relativ schnell. Da muss man sich keinen abbrechen. Oh ja. Schön tief atmen, yes. Naja, du hängst jetzt aber, das ist mir jetzt ziemlich egal. Ja, bei Generation Zero, ich gucke mir jetzt die Streams nicht mehr an. Das ist mir einfach die Zeit nicht wert, muss ich fairerweise zugeben. Ich nutze die Zeit lieber für was anderes. Ich behalte es ein bisschen im Blick, gucke halt, was sie da alles Neuheiten bringen, aber das ist alles nicht wirklich berauschend. Die haben jetzt Waffenskins rausgebracht. Als DLC. Es wäre auch wieder so ein DLC, den ich gar nicht kaufen würde, weil es einfach zu oll ist. So, das reicht erstmal. Wie atmet sich da drunter? Huch, da ist noch ein. Das ist wahrscheinlich angefangen ist, oder? Ne, ist ein komplettes, okay. Macht aber nix. Ach so, das war doch ein angefangenes, okay, alles klar. Gut, wissen wir da Bescheid. Natürlich, es hat ja ein X. Mach dir mal den Schnee draus. Ja, das passt jetzt, okay. Ja, trotzdem, wir warten wahrscheinlich 3 Stunden. Schätze ich mal. Wasser ist fertig, hervorragend. Ja, so. Gut. Getting weaker. Ja, okay. Ja, okay. Ach, wir haben gar kein Wasser, echt? Da bin ich ja froh. Nein, es gibt doch noch was anderes als Schlafsack und. Wo ist denn jetzt das Wasser wieder? Hallo? Muss ich jetzt echt? Weil da war gerade was. Da. Ja. Gott. Nächsten Tag müssen wir die Laterne anmachen. Ich mache sie aber jetzt nicht an. Weil wir wollen nur schlafen. Gute Nacht, der Herr. Okay, alles klar. Ja, moin, Hertha. Mach mal Laterne raus. So, dann. Du gehst mal essen. Moin. Und, achso, wir müssen euch auch essen. Ja, natürlich. Kaputt? Something's gotta go. Kaputt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber wen brauchen wir noch? So. Hallo? Was machst du hier? Ich hab sie nicht zu mir her. Ja, toll. Dann geh ich halt andersrum. So. Sie lässt sich da nicht wegteleportieren. Ach, ich lasse die einfach drin. Das ist völlig egal. Okay, wir müssen natürlich die Töpfe mitnehmen. Das ist klar. So, das heißt, ja, das ist auch kein Kletterseil. Hallo? Wieso ist das Kletterseil so breit? Das stimmt doch gar nicht. Ja, ist ja relativ easy. Die war doch an. Wieso ist das dann? Verstehe ich nicht. Muss wahrscheinlich auch nicht. So, was haben wir denn noch Schweres? Ja, Kleidung vor allem. Gell, Junge? Achso, die Quatsch, die brauche ich natürlich. Zieh mal wieder schön. Achso, du kannst übrigens die Socken auch anziehen und die Handschuhe. Ich bin froh, dass du da nichts dir eingefangen hast. Fester Halt. Ich habe aber genügend Platz. Ja, das reicht easy. Zack, ist das Licht wieder an. Ja, wir lassen das jetzt hier. Achso, Quatsch, das steht ja da vorne drin. Alles und mitnehmen. Alles klar. Might have to drop some gear. Haben wir alles. Gut. Moin. In Anführungsstrichen. Ja, eigentlich hätte man die Stöcke jetzt auch hier lassen können. Ich glaube, einfach die Wasser nichts weggeschmissen, kann das sein? Oder habe ich danach nochmal getrunken? Ja, Momente mal. Was ist hier drüben? Weiß kostet alles Öl. Wir brauchen eigentlich auch nicht nochmal in die Mine.
Ja, okay. Ein anderer Ausgang. Bitte was? Ach so. Ach so. Ah, waren wir hier schon. Ich würde ja sagen, ja. Mhm. Gut. Tatsächlich waren wir schon, lustigerweise. Du kannst hier nochmal runterstürzen und die Seilaktion nochmal machen. Das ginge natürlich schon. Machen wir aber nicht. So, wo ging das jetzt dann hoch? War das hier? Ja. Da ist auch schon der Ausgang. Ja, Junge. Beziehungsweise, warte mal, hol die nochmal raus, weil eventuell liegt direkt vorm Ausgang noch was. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber man weiß es nicht. Aber, nee, ist es nicht. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für Wetter ist, okay. Ach, jetzt geht wieder die Rätselei los, wo es ja Richtung Goldmine ging. Ich wollte mir mal eine Eselsbrücke bauen. Wahrscheinlich muss ich über die Brücke. Schätze ich mal. So. Ich denke ja. Aber nicht durchfallen, gell, Junge? Naja. Sicher ist sicher. Nee. Gut, wo immer auch die Hertha ist. Wahrscheinlich im Rucksack. Bin ich mal gespannt, ob ich mir die Eselsbrücke richtig gemerkt habe oder nicht. Oder ob sich der Esel die Brücke nicht richtig gemerkt hat. Nicht sicher. Ah, es könnte aber so richtig sein. Es könnte richtig sein. Hier ist ein Chessling, okay. Das sind zwei Schösslinge. Birke und... Ach du Schande. Ja, okay. Ich werde jetzt nicht noch mehr Stöcke mitnehmen, wie es so kommt. Würde was? Okay. Na, jetzt bin ich immer königlich irritiert. Stehen Sprühfarben. That'll come in handy. Wo geht das jetzt wieder lang? Das ist eine gute Frage. Ja, das können wir ja in der nächsten Folge rausfinden. Wir haben jetzt schon wieder haufenweise Schösslinge dabei. Außerdem müssen wir schauen, was das Wetter macht. Das sieht auch nicht gerade wirklich verheißungsvoll aus. Ich hoffe ja, dass der Blizzard schon durch ist, dass es sozusagen die Nachwehen sind, aber tja. Das müssen wir noch rausfinden. Wir versuchen bis zu dieser Ebene zu kommen, vor der Goldmine. Wir können, also wenn, dann habe ich es vielleicht am Anfang der Goldmine alles platziert, aber hinten sicherlich nichts. Wobei ich nicht sicher bin, ob wir hinten raus. Wir sind, glaube ich, schon hinten raus. Da lag, glaube ich, nichts, wenn mich nicht alles täuscht. Wir überlassen es mal dem möglichen Quartier, Tobi. Der kann das vielleicht machen. Wir versuchen auf jeden Fall mal herauszufinden, ob wir die Goldminenebene gründlich abgegangen haben und ob was in der Goldmine ist. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.